Guten Tag, Herr Mind. Also erstmal herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Abschluss des Sober Oktober. Wie fühlen Sie sich nach diesem monumentalen Erfolg? Ja, danke. Einfach großartig. Also vor allem nach dem harten Training in den letzten Monaten. Das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Wunderbar. Am 30. September wurde Ihnen ja das letzte Stück 2CB ins Wurstbrot gemischt. Können Sie uns mit hineinnehmen in diesen entscheidenden Moment? Ja, es war auf jeden Fall Teamarbeit. Um Punkt 12 haben mir meine Freunde die Pillen abgenommen und dann direkt anstattdessen ein Senfglas in die Hand gedrückt und der Übergang war auf jeden Fall reibungslos. Wunderbar. Ihre Disziplin wurde in der 3. Oktoberwoche auf die Probe gestellt, als Ihre Freunde eine Party geschmissen haben. Können Sie uns verraten, wie haben Sie die Kontrolle behalten? Ja, unser Trainer hat uns dann einfach nochmal daran erinnert, worauf es im Sober Oktober ankommt und dann war es auf jeden Fall leicht durchzuhalten. Was ist Ihr nächstes Ziel? Der 9. November steht vor der Tür. Die Zuschauer fragen sich, ob Sie und die Open Mind Community sich auch diesen Sieg holen werden. Nein, also auf so eine Scheiße habe ich keinen Bock, weil ich finde, Wichsen ist mir einfach zu wichtig und ich werde auf jeden Fall im November nachholen, was ich im Oktober verpasst habe. Wunderbar, vielen Dank für Ihre Zeit und viel Glück für die kommenden Herausforderungen. Dankeschön.